Willkommen zu Tag 4, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Heute aus dem Rotonda Business Club, mitten in Köln und durchaus sehenswert. Schlendern wir doch mal ein bisschen durch die Gänge, damit Sie etwas mitkriegen von der Stimmung. Sie sehen extravagante Kunst, moderne Fotografien an den Wänden. Und wenn wir architektonisch das beschreiben müssten, dann müsste man sagen, wir drehen uns im Kreis. Das gilt natürlich nicht für den Kongress. Der beschäftigt sich heute mit knallharten Fakten, mit Erlössteigerungen insbesondere. Und ja, jetzt stehen wir an der Schwelle und ich gehe rein, lade Sie herzlich ein zu unserer Visite. Ganz am Anfang steht die Leistung. Ich muss erst gut sein und wenn ich gut bin, da kann ich das auch verkaufen. Und das muss ich dann aber auch professionell tun. Nicht, wie ich das früher gemacht habe, macht das eine oder andere, sondern das muss ich strategisch machen, das muss ich strukturiert machen, das muss ich im Gesamtkonzept tun. Und dann ist Marketing gut und richtig. Und dann lohnt es sich auch, dort zu investieren. Konzentration auf das Medizinnotwendige, auf Innovation im Krankenhaussektor ist ein ganz wichtiger Punkt. Und da denke ich, eine weitere Konzentration auf Privatpatienten, nicht im Sinne einer Zweiklassenmedizin. Wir werden besser behandelt als andere, sondern im Grunde ein gesamtheitlicher Einsatz. Wenn man sich die Zahl der Vollversicherten anguckt, sind wir heute 8,9 Millionen Vollversicherte, Privatvollversicherte in Deutschland. Das sind ungefähr 50% mehr, als wir vor 20 Jahren haben. Und das ist natürlich auch ein zusätzliches Potenzial, was sich da zeigt. Ohne eine gute medizinische Qualität wird das nicht gehen. Das ist eine Kernkompetenz, die muss einfach vorhanden sein. Wir können nicht Leute ins Krankenhaus schicken oder empfehlen. Darum würde es ja gehen, wir haben eine freie Krankenhauswahl, aber man könnte sich ja doch gegenseitig empfehlen. Wir können mittlerweile Kliniken wunderbare Instrumente an die Hand geben, wie sie Wachstumsstrategien, selektive Wachstumsstrategien realisieren können. Vordefinierte, erprobte Prozesse, wo wir mit Hilfe von Marktanalysen herausfinden, wo gibt es Wachstumspotenziale, die auch passen zur Positionierung der Klinik und wo wir dann verschiedene Maßnahmenpakete umsetzen, beispielsweise über die Definition von ausgewählten Zielzuweisern, mit denen wir dann diese Fallzahlsteigerung erreichen. Interessant ist, was die Krankenhäuser für Marketing ausgeben. Das war mir bisher auch nicht bekannt. Herr Wotters hat es eben auch angesprochen, es hat relativ lange gedauert, seit Einführung des DRG-Systems, dass die Krankenhäuser gesagt haben, jetzt geht es ja wirklich um den Patienten. Mhm. Im Deckelungssystem 10% mehr Patienten macht Budget kaputt, ist eher ein Kostenfaktor. Aber hier geht es um den Patienten. Und nach dieser Studie geben 90% der Krankenhäuser weniger als 0,5% ihres Budgets für Marketing aus. Und gewerbliche Unternehmen oder die Unternehmen, die Profit machen müssen, die also wissen, wie es geht, zum Beispiel Coca-Cola, geben 9% aus, Red Bull zum Beispiel 30%, das ist schon eine echte Hausnummer. Wenn ich das jetzt mal auf unsere 130 Millionen beziehe und ich nehme mal Coca-Cola, dann müssten wir 11 Millionen ausgeben für Marketing. Darf ich mal in die Runde reinplatzen, ganz unhöflich, und fragen, wie gefällt es Ihnen denn bisher? Sehr gut, sehr informativ und ich habe schon viel mitgenommen. Bisher fand ich auch sehr informativ, freue mich aber eher auf den Nachmittag, weil es da eher um den Reha-Bereich geht. Also ich fand es bis jetzt auch sehr aufschlussreich, aber auch ich komme von einer Reha-Klinik und bin auch jetzt eher im Reha-Bereich interessiert. Also ich bin mal gespannt. Auch Reha-Kliniken müssen heutzutage kalkulieren, müssen Kosten einsparen und die gehen natürlich ran an die, weg von der Einzeltherapie, mehr hin zur Gruppentherapie. Die gehen weg von den passiven Anwendungen und sagen, wir setzen mehr aktive Anwendung an, die Massagen sind medizinisch überhaupt nicht mehr erforderlich und nicht mehr state of the art und streichen in Anführungsstrichen etwas raus. Es gibt eine Basisrehabilitation bis zu 3 Wochen, da kann die Klinik den Patienten aufnehmen, die macht ein Eingangsassessment und dieses wiederholt sie wöchentlich. Aufgrund des Eingangsassessments wird er in der Stufe 1, 2 oder 3 geclustert und kriegt letztendlich diesen Betrag an Geld. In der zweiten Woche neues Assessment. Jetzt kann das sein, dass der Patient sich verbessert hat in seinen Ausgangswerten und nicht mal so einen hohen Pflegeaufwand hat. Das heißt, er fällt in der zweiten Woche in eine günstigere, für uns günstigere Klassifikation.
Dritte Woche, neues Assessment und dann kann es sein, dass er wieder steigt und wir mehr bezahlen. Also das ist relativ dynamisch. Ja, ich erzähle Ihnen heute was zum Thema Zufriedenheitsbefragung. Wir fangen an hier mit dem Thema Mitarbeiterzufriedenheit. Da subsumieren sich die Stichworte Mitarbeiterkommunikation, Mitarbeiterbindung und Personalmarketing. Denn man kann für Personalmarketing, das haben wir auch in den vergangenen Tagen gelernt, muss man sehr viel Mittel aufwenden, sehr viele Ressourcen aufwenden. Vielleicht ist es auch ganz wichtig, darauf zu achten, dass man die Mitarbeiter, die man schon hat, dass man sicherstellt, dass die zufrieden sind und dass man vielleicht frühzeitig merkt, wenn irgendwo Probleme auftauchen. Das ist also aus unserer Sicht eine wesentliche Aufgabe von Mitarbeiterbefragung. Wo stehe ich mit meiner Mitarbeiterzufriedenheit, auch im Vergleich zu anderen Kliniken? Und da muss ich natürlich schon vernünftige Vergleichsebenen finden. Ich muss Berufsgruppen spezifisch vergleichen, wie zufrieden sind meine Ärzte mit Ärzten in anderen Einrichtungen, wie zufrieden sind meine Pflegemitarbeiter wirklich mit Pflegemitarbeitern in anderer Einrichtungen, vielleicht auch gleicher Größenordnung, um dort einfach vernünftige Hinweise zu bekommen, wo sind Stärken und Verbesserungspotenziale. Das Prostatazentrum Nordwest, das ist sozusagen meine Spielregion. Ich gucke also nur auf die Urologie, ausschließlich eigentlich auf das Thema Prostataerkrankung. Was machen wir da? Wir bieten roboterassistierte radikale Prostatektomie an. Das Da Vinci-System ist ein Roboter, wo der Operateur hier sitzt. An der Seite hat er drei Instrumente und eine Kamera, die er steuert. Plus natürlich auch die passende Assistenz noch direkt am Patienten. Mittlerweile, darf ich sagen, sind weltweit, das heißt, wir sind das Zentrum in der Welt, was die meisten dieser Eingriffe pro Jahr anbietet. Gronau, 46.000 Einwohner. Wenn ich weiß, wer mir wichtig ist und wenn ich weiß, wen ich als Potenzial erkannt habe, dann muss ich mich ja fragen, was ist jetzt eigentlich der Bohrhammer, den ich brauche, um das auch umzusetzen, das ganze Thema. Was ist das Werkzeug und wie kann ich jetzt so eine Zuweiseransprache so gestalten, dass ich die Potenziale auch heben kann? Die wesentlichen Vorteile von Zuweiserportalen sind ja, also die Aufgabenstellung vorweggenommen natürlich, ich möchte Zuweiser loyalisieren, ich möchte Zuweiser gewinnen, ich möchte Zuweiser akquirieren und Fälle sichern. Und wenn wir hören, das ist ja eine typische Aufgabe, dass zuweisende Ärzte segmentiert worden sind und dass man jetzt fokussieren möchte auf die Zielgruppe A, B, C, wie auch immer, dann ist das das ideale Werkzeug, um dauerhaft am zuweisenden Arzt zu sein. Ich wurde gefragt worden, was sind denn die wichtigsten Marketingstrategien für die Geburtshilfe? Wir würden ja keinen Kongress hier machen. Herr Neuthaus, wenn wir das alles schon wüssten. Es gibt hunderte von Marketingmaßnahmen für die Geburtshilfe. Es geht los mit Internetauftritten, es geht los mit Hebammenfortbildung, es geht weiter mit den niedergelassenen Kollegen, die man anspricht. Man macht Auftritte in der Zeitung, man macht Gespräche, man macht Geburtsvorbereitungskurse. Es gibt tausend Marketingstrategien und die müssen nur geschickt zusammengesetzt werden. Ah, da sind Sie ja wieder. Schön, dass Sie dran geblieben sind. Wir haben heute alles zur Erlössteigerung erfahren und ich würde sagen, ich bin jetzt auch erlöst und vielleicht sehen wir uns morgen zum Finale. Einen schönen Abend noch.